Jawohl! Was kann ich sehr wohl? Haben wir down gekriegt. Ich sichere hier mal ein bisschen ab. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 neue unidentifizierte Gegenstände. Ich schreibe schon mal das Zauberbuch von der einen da oben. Alles klar, ich erkunde hier gerade mal so ein bisschen drumherum. Ach, verdammt, schon wieder verklickt. Also, wir haben jetzt über uns haben wir keinen Gang mehr. Wir haben noch rechts von uns einen. Rechts unten. Dann ist da auch noch einer. Aber wir haben schon noch ein paar. Also können wir noch ein bisschen was sehen. Apropos sehen, ich sehe gerade gar nichts mehr auf meinem Bildschirm. Das ist ja so scheiße. Wieso siehst du da gar nichts mehr? Wegen der Sonne oder was? Ja, bei mir scheint gerade so richtig krass die Sonne rein. Alter, ach stimmt, es scheint mal Sonne. Übrigens, du wirst angegriffen. Ja, das ist mir schon klar. Wo bist du denn? Ach, da unten. Das basiert auf Gegenseitigkeit. Ist in dem Schatz dein Haus? Nein, Mann, jetzt lauf doch mal. Helf doch mal dem Arm. Jawohl, Limon, du bist die Erste, die um die Ecke kommt. Das sehe ich ja gerne. Ich bin weg hier. Für sie. Lass die Mon alleine, das ist echt heldenhaft. Wie viel Leben habe ich noch? 11. Alter! Sie sind ja so hartnäckig. Womit kann ich dienen? Was immer ihr braucht. Schon erledigt. Ja, ist tot. Ein bisschen schneller. Schon gut. In dem Schatz oben ist aber nichts mehr drin, oder? Nee. Hab ich jetzt grad... Ja, weil ich hätte irgendwo gerade noch einen Heiltrank gefunden. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken, ja? Ganz kurz nur. Ja, das kannst du machen. So, und ihr beide folgt mal dem Gimli und helft dem mal. Wie lautet ihr Befehl? Der muss erstmal geheilt werden, der hat ein schweres seelisches Trauma. Nee, ist nichts mehr. Ich meine aber, hier waren auch zwei Schätze drin, ne? Ja, ich glaube auch. Irgendwie sowas war da mal. So, da haben wir aber wirklich jetzt alles gesehen. Oh, yay. Ja. Ich sehe ihn auch, aber Khalid ist da. Khalid ist da. Mit seiner Hilfe geht die Sache doch noch gut aus. Klar! Hoffen wir mal, ne? Nein! Oh, Sapperlot noch ein! Er wurde auseinander genommen! Fliegst, nee, du fliegst nicht in deinen Einzelteilen darum. Ja, super! Laden! Das mache ich am liebsten. Ich hab gesagt, wir wollen speichern. Ja, wann denn? Keine Ahnung, irgendwann, wenn wir nicht gerade angegriffen werden. Na, ah, schneller. Ja, wir sind immerhin schon mal in der Anki-Kulte. Das ist schon mal ein Erfolg. Oh, was eine Leistung, du. Ja, aber wir sind überheblich geworden durch die viele Erfahrung. Was kann ich für euch tun? Womit kann es unbedingt sein? Aber immer hat es ja auch gut funktioniert. Jetzt geht aber gerade irgendwie gar nichts mehr. Unbedingt sein muss. Ein bisschen Spinz unbedingt. Was kann ich für euch tun? Ja, das stimmt. Ich unterstütze meinen Typen zwar nicht mit meinen eigenen Leuten. Ja, weil du zu viel Angst davor hast, dass Dina Haya Chantal abkratzt. Ich muss mich echt an den Namen Chantal gewöhnen. Dina Haya verspreche ich mich jedes Mal. So, Khalid, wo bist du denn eigentlich? Das wäre mal echt interessant. Ach, da bist du ja. Super. Ihr habt gelesen? Irgendwie habe ich mich ziemlich verlaufen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Du bist ziemlich konzentriert, hä? Was? Ja, natürlich. Ich immer. Das klingt aber wirklich so. Soll ich vielleicht mein magisches Geschoss mit unserem schönen Stäbchen hier auf den abfeuern? Philipp, der Server lag. Ja, ich merk's. Bei mir hat sich gerade alles aufgehangen. Nee, ich hab nur gespeichert. Also. Ich wollte dir doch nur eine Freude machen. Manu. So. Ihr habt gerufen. Weißt du, was intelligent wäre? Dich zu heilen. Nein, speichern. Ja, okay, warte, aber ich heile dich trotzdem noch. Ich hatte nämlich gerade. Okay, dann heilst du dich halt selber. So, nochmal speichern. Das ist, ich glaube, das Problem ist, dass das so im Let's Play so gemächlich ist einfach, dass das Speichern so lange dauert. Mhm, also geht das schön schnell. Warte, wir müssen uns rausholen. Achso, übrigens ein Thema, was jetzt hier überhaupt nicht hinpasst, aber ich jetzt trotzdem erwähnen würde. Philipp, weißt du, was ich mir vor 2 Tagen
bestellt habe. Nee, nicht zur Zeit, sagen, letzten Donnerstag. Ah, oh, super. Nein. Pancake. Ja, ich sag's jetzt aber gleich. Cool. Aua. Wieso ist der nicht halbtot, aber ich? Ich hab mir Dead Space 3 bestellt. Was hast du? Dead Space 3 bestellt. Boah, geil. Ja, bin ich mal gespannt. Allerdings. Ich auch. Also der Philipp wird wahrscheinlich nicht dabei sein, während wir das Let's Playen. Weil uns allen das Spiel am Herzen liegt. Immer nett von dir. Und wenn wir die zwei Verrückten da durchziehen, dann wird das nicht so geil. Aber der Philipp und ich werden bestimmt, wenn das funktioniert, haben wir uns überlegt, machen wir vielleicht ein bisschen LPT-Action in Dead Space 3. Ja, das können wir schon machen. Aber das ist, dafür muss erstmal alles übergreifend sein. Was soll ich machen? Achso, ich soll schlafen, ne? Ich habe ja eh eben gespeichert, deswegen lohnt es sich jetzt nicht, ihn zu töten. Boah, das wird eh nichts, sich hier drin auszuruhen. Ja, wir kriegen so schön viele Erfahrungspunkte. Also dann soll ich ja doch speichern, damit ihr... Ach du großer Gott, guck mal, wer da steht. Geh du mal da weg, da. Du stehst ein wenig ungesund. Boah, der ist aber versessen auf die, oder? Klar, warum auch nicht? Gib dir mal komm diesen mal. Sexy Akzent. Ich baller dir mal ein magisches Geschoss rein, ja? Vor allem mit ihm uns steht. Ja, aber zwei halt besser als eins. Ja, stimmt wohl. Ich identifiziere ja ein paar Sachen. Oh, sag's. Ranwin ist am Eimer. Nee, wir haben den noch im Eimer gemacht. No, oh, 27. Geht doch. So, Spitzewaffen. Die hat, glaube ich, gerade einen Pfleger, ne? Ja, sind Spitzewaffen. Passt. So, jetzt 27? Was? 27? Leben. Ach so. Nicht irgendwas anderes, keine Ahnung. Okay. Wir haben jetzt Catnam plus 1. Das kann aber, glaube ich, kein Schwein benutzen von uns. Keiner, der das irgendwie gebrauchen könnte. Die Frage, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wo ist denn das jetzt hin? Zu dir, ha? Huh? Ist nämlich zu schwer für die. Bei Kali ist das gerade. Kannst du ja mal anschauen. Ach, du hast den Toten schon gefunden, den Sohn. Hättest du nicht mal was sagen können? So, nö. Rüstungsklasse 4 und der Dingens hat Rüstungsklasse 3. Ja, das lohnt sich nicht wirklich. Brandwind hat auch schon Plattenpanzer. Ja, würde ich sagen, zum Verkaufen, ne? Sehr schön. Das ist doch gut, das ist doch gut. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal eben raus und uns ein bisschen ausruhen. Was hältst du davon? Ja, warte kurz, ich will hier noch kurz ein paar Sachen durchidentifizieren. Also, ja, ich habe jetzt schon mal... Komische, hier, Chantal, genau so hieße. Chantal, ja. Alles identifizieren, ohne darauf irgendwie einen Zauber anzuwenden? Geil. Irgendwie, keine Ahnung. Auch den Stab des Feuers? Nee, den nicht. Leider. Oh. Also, das kann ich aber ohne darauf einen Zauber anzuwenden. Sein, 5022, ey, wir sind ey, gar nicht mal so arm. Ja, wir werden wieder reich, Mann. Woher haben wir eigentlich das Geld bekommen? Wir haben doch... Ja, das frage ich mir auch gerade. Ja, egal, läuft. Rüstungsklasse 1 ist dieser Ankeck-Panzer, ist ja krass. Ich habe nur noch ein oder zwei Rüstungen in diesem Spiel, die besser sind, ne? Die Harnische, ne? Ja, ich glaube nur der Harnisch plus 1 ist noch besser. Wo bist du denn jetzt hin? Bist du schon draußen? Ja, ich laufe gerade zum Ausgang, du. Na super, ich gucke in mein Inventar, weil ich dachte, ich muss noch auf dich warten. Nee. Super. Jetzt sind sie voll orientierungslos, meine Leute, weil du jetzt schon draußen bist und meine Typen stehen noch drinnen. Ich hab denen gesagt, die sollen dir folgen. Und dann standen die jetzt plötzlich gerade da und wussten nicht, was sie machen müssen. Das ist gut. Alter, jetzt haben wir die zwei... stand dann da. Ja. Gimli! Alter, jetzt haben wir zwei Stäbe des Feuers. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir taktisch klug einen behalten oder lieber geldmäßig einen verkaufen. Also ich würde sagen, wir speichern mal. Ich würde sagen, ganz ehrlich, ich würde sagen, wir verkaufen. Ja, wäre schon. Weil wir mit eigentlich noch nicht so viel anfangen können, finde ich. Ja, wir haben nur ein Zauberer, das Problem, aber so. Ach, übrigens, hatte ich jetzt gerade, wollte ich noch erwähnen. Ich ruhe mich mal aus, ne? Jo. Na, du ruhst den Schnauz. Und wieder rein. Ehrlich? Oder erstmal speichern? Ja, ich will mich nochmal ausruhen, dann haben wir wieder Tag. Wir können auch erstmal die Quest abschließen, das ist auch mal eine Idee. Nee, lass erstmal da rein wieder gehen. Ich will die Quest abschließen. Nee, das machen wir gleich. Mano. Hier, für alle, die da draußen, die das gerade gucken, wir haben übrigens auch einen Kommentar bekommen letztens, Philipp. Mhm. Unglaublich, aber rar. Die können uns doch auch gerne mal schreiben, falls wir jetzt Quests noch haben, Nebenquests, die ihr sehen wollt, oder beziehungsweise die ich gerade noch nicht genannt habe. Ich glaube, ich habe sowieso fast alle vorgelesen.
Ansonsten habe ich eben noch den Dolch von Kal, den Brasch, der verrückt ist und der sollen wir im Tempel des Helm abgeben. Das sind unsere Quests, die wir im Questbuch eben noch gefunden haben. Wenn ihr noch welche wisst, die wir jetzt gerade vergessen haben auf unserer Liste oder die euch generell aufgefallen sind, dann könnt ihr uns das schreiben, dann machen wir die natürlich noch. Dann ergänze ich die auf diese Liste hier. Dann machen wir das auch sehr vollständig. An seine Profiliste. Ja, komm, Kali, du kannst ruhig mal angreifen. Die Chantal ist die beste, Problem. Die stellt sich einfach dahin und piekst mit ihrem Deutsch. Wow. Hey, mit Erfolg. Fuck. Krass, Alter. Komm, ich heil die mal schnell. Okay, ja, du kannst auch noch heilen, die hat genug Kreuz. Die hat genug eingesteckt. Okay. Ja, und zum Thema, wir haben unglaublicherweise einen Kommentar bekommen. Es läuft, also wir sind natürlich, dass wir nicht bekannt sind, ist klar, aber das ist eigentlich gar nicht mehr so was Ungewöhnliches für uns. Vor allem nicht für das Drakensang-Let's Play, was mit Kommentaren sehr beherzt wurde. Wir haben jetzt auch 93 Abos, ich hoffe, bald knacken wir die 100, also. Cool. Rosige Zukunft, ne? Ja, passt doch. So, Uncake habe ich noch einen gefunden. Ehrlich? Wo? Ja, direkt im Nebenraum. Ich muss schon weiter gesprochen. Bin auf dem Weg. In diesem scheiß Nest hier kannst du ja. Oh Gott. Trink das, Khalid. Der hat daneben geschossen, der Trottel. Wir sollten hier keine Wurfpfeile mehr. Ach ja, genau, im Norden. Alter Schwede. Lass mich deine Typen so aus. Nee, nicht den. Ich will den Khalid da wegziehen. Oh, der. Komm, flieht. Gib mir den. Der flieht. Ja. Warte. Krieg ich noch, Hals. Ich krieg den vielleicht noch schnell geheilt. Ja, ich habe ihn auch noch geheilt gekriegt. Und jetzt müssen wir den aber tot kriegen, ansonsten ist der Kali down. Nein! Fuck! So, sehr schön. Ah, Laden, ne? Yep. Ja, okay. Aber es ist jetzt nicht ganz so tragisch. Wir stehen vor der Höhle, wir haben viel geschafft und jetzt haben wir eigentlich relativ wenig geschafft. Ja, gleichzeitig war das, oder? Nein, ich war schneller. Natürlich. Ich bin immer schneller. Nein, in der Hinsicht. Nee, ist schon okay.